Hallo, liebe Studierende, in diesem Tutorial möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr online Office-Dokumente direkt auf der Lernplattform bearbeiten könnt. Ich gehe dazu in den Kurs Baumpflege FAW 5.8, dort zum Beispiel in den freien Ordner. Dort findet ihr hier unter Pinneberger zum Beispiel diese Excel-Datei. Wenn ihr diese Excel-Datei bearbeiten wollt, findet ihr rechts hier diesen Editor-Modus. Dort bitte auf Öffnen klicken. Dann wird die Software OnlyOffice gestartet und in dem Moment könnt ihr online diese Datei bearbeiten. Falls ihr mit mehreren gleichzeitig an dieser Datei arbeiten wollt, müsstet ihr einfach hier oben auf den Button Zusammenarbeit klicken und dann würdet ihr auch sehen, wenn einer zeitgleich dieses Dokument bearbeitet. Zellen, die gerade von einem anderen Benutzer bearbeitet werden, sind in dem Moment gesperrt. Einfach danach hier auf Zurückklicken und dann ist automatisch diese Datei auch wieder abgespeichert.